Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu Kuchen EV Uncut. Wir reagieren heute auf TJ. Checkt übrigens meinen Twitch ab, ist der zweite Link in der Beschreibung. Und ja, Polizeimittel gegen Finn Kliman, Upright ist pleite und zahlungsunfähig. Das ist krank, Digga. Moin Moin! Heute geht es um das Finn Kliman-Thema, weil er hat jetzt ein Statement abgegeben, in dem er einfach mehrfach nachweisbar lügt. Außerdem ermittelt jetzt die Polizei auch gegen ihn. Ein weiterer YouTuber ist Vater geworden, eine andere YouTuberin klaut einfach sehr dreist Content von einer Bloggerin. UpRed ist scheinbar zahlungsunfähig, während er behauptet, 5 Autos zu besitzen. Also diese Woche deswegen mal wieder eine Menge passiert. Pleite. Aber jetzt heißt erstmal, wie immer, let go! The thing goes grrr. Tim, mal ganz ehrlich, was muss man können, um für dich arbeiten zu dürfen? Naja, du musst eine Idee haben, was du für mich machen möchtest. Und das musst du dann auch können, dass wir so. Der Fall Finn Kliman wird immer größer. Weil Finn hat ja vor einiger Zeit ein Statement abgegeben, aber man konnte es halt nachweisen, dass halt in dem Statement mehrere Lügen drin sind. Dazu hat jetzt übrigens auch die Polizei angefangen, wegen Betruges gegen Finn zu ermitteln und andere Firmen prüfen gerade noch, ob sie auch strafrechtlich gegen ihn vorgehen wollen. Ich werde jetzt das ganze Thema nochmal ganz mini kurz schnell zusammenfassen, damit wir nochmal einen groben Überblick haben, was alles passiert ist. Und ich werde jetzt einen Großteil vom Statement von Finn komplett auseinandernehmen. Um dazu noch zu sagen, will dir jemand jetzt komplett auseinandernehmen, was oder jetzt was? Was es gerade für polizeiliche Ermittlungen gegen Finn gibt. Ich würde neben dir herlaufen und dich beklatschen, egal was du machst. Das wäre ziemlich nervig. Ich hasse es zum Beispiel, Videos aufzunehmen, also so Scripted-Videos, wenn irgendwer dabei ist. Und wenn du die ganze Zeit klatscht, dann kann ich auch gar nicht aufnehmen. Fang an. Finn hat 2020 angefangen, Masken herzustellen und sie so beworben, dass sie fair und nachhaltig halt in Europa bzw. in Portugal hergestellt wurden und hat dazu auch immer kommuniziert, dass er auch mit diesen ganzen Masken nichts verdienen möchte, sondern einfach nur den Leuten helfen möchte. Er schrieb zum Beispiel in einem Insta-Post: Wir haben unsere Produktion umgestellt. Wir stellen nun fair produzierte Mundbedeckungen aus Europa aus 100% Polypropylen zur Reduzierung des Infektionsrisikos her. Die Masken kosten 1/10 der Dinger der überteuerten Profitgeier und rettet ganz nebenbei auch Arbeitsplätze bei unseren Produzenten in Europa. Ich feiere das so krass. Ja, die Maske kostet nur 1/10 von den Dingern von diesen doofen Profitgeiern da. Während er selber 500.000 mit den Masken gemacht hat. Außerdem gibt es auch so Zitate wie diese hier von Finn. Das ist kein Zeitpunkt, um Geld zu verdienen. Man sollte sich an so einer Krise nicht bereichern. Zu diesem Preis, Digga, ich hab so krass Schmerzen, Alter. Wir wollen daran nicht verdienen. Aussagen von Finn. Aber was konnte Jan Böhmermann jetzt sagen? Ja, ich bin 50-Jähriger im Körper von einem 27-Jährigen. Nicht nur in der EU unter fairen, nachhaltigen Bedingungen hergestellt wurden, sondern unter anderem auch in Bangladesch und in Vietnam. Und dazu auch Finn eine Menge Kohle mit dem Ganzen verdient hat. In einem Chat schrieb Finn nämlich Folgendes: In Bangladesch kann ich ab sofort 1 Million pro Woche bekommen, falls der Bedarf steigt. Hier könnte die Story Armen zu helfen am besten passen. Finn hat darauf geantwortet: Gut zu wissen, dann lass erstmal nur Bangladesch machen. Und daraufhin zeigt Böhmermann noch ein Video von der Fabrik in Bangladesch, wo man ganz klar sehen kann, dass dort halt eben die Masken von Finn hergestellt werden. Dazu verdienen die Arbeiter in diesen Fabriken halt laut Böhmermann nur 120 Euro pro Monat, was die Hälfte des Existenzminimums in Bangladesch ist. Und ich weiß ja auch nicht, wie das so ein... Naja, Krise kann halt auch geil sein, ne? Was soll man sagen? ...geht mit, hey, wir wollen fair und auch nachhaltig produzieren. Also, ich weiß ja nicht, wie fair das ist, 120 Euro pro Monat zu verdienen, ne? Spoiler, es ist nicht fair. Und dann wirft Böhmermann Finn noch Betrug vor. Weil unter anderem hat Finn halt seine Masken über die Seite About You vertrieben. Und die dachten halt, yo, die Masken kommen aus Portugal und nicht aus Bangladesch. Und das bestätigt der E-Mail-Verkehr von einem Geschäftspartner von Finn, weil es gab halt irgendwie Probleme mit der Lieferung aus Asien. Und der Geschäftspartner von Finn hat halt dann das hier geschrieben: Die Probleme mit der Lieferung verstehe ich, aber About You kann sie nicht verstehen, da wir als europäischer Produzent auftreten. Liebe Grüße, Tom. Und das bestätigt ja einfach, dass die About You betrogen haben. Und vor allem diese ganze Aktion, nachdem Finn das hier mal in einem Podcast gesagt hat. Und wenn wir einen Stoff produzieren oder einen Stoff besorgen, dann muss man sich da tatsächlich immer echt erkundigen, wo kommt der überhaupt her? Wo wurde der denn gefertigt? Wo ist er dann hingegangen zur weiteren Verarbeitung und so? Weil wenn du da das nicht überblickst, dann hast du auch schon wieder verloren, weißt du? Dann wird wieder Scheiße durch die Welt geschickt und irgendwo am Schluss wird da ein portugiesischer Stempel drauf gemacht, bevor es, weißt du? Und dann bist du auf einmal europäische Ware, ist aber keine. Also er kritisiert was, macht aber genau selber die Sache, die er kritisiert, selber. Stark. Aber was sagt denn Finn selber zum Vorwurf des Betruges? Ja, Global Tactics hat auch in Bangladesch Masken herstellen lassen. Nein, ich habe diese Masken nie verkauft oder beworben. Und das ist ja einfach mal eine dreiste Lüge,
wo man sogar nachweisen kann, dass es eine Lüge ist. Weil auf der Bo-Bo-Bo-Seite kann man ganz klar sehen, dass die Masken, die dort vertrieben werden, halt von der Firma oder so sind. Und der Geschäftsführer von der Firma oder so ist Finn Kliemann. Das kann man auch im Handelsregister nachlesen. Also, geil. What the fuck? Und dazu war es ja, auch, dass Großabnahmekunde, auch About You, wusste, woher die Masken original kommen. Die Masken, die über Global Tactics in Bangladesch produziert wurden, waren ein reines Großhandelskontingent für Handelspartner und Großabnehmer von Global Tactics und wurden auch nur an diese verkauft. Laut Global Tactics wurden alle Abnehmer dieser Masken im Vorfeld über das Herkunftsland genau informiert. Im Falle von About You ist das laut Global Tactics auch passiert und About You wusste Bescheid, dass die Lieferung aus verschiedenen Ländern, auch außerhalb Europas, stammt. Und laut dem Co-Founder von About You ist das, was Finn da gesagt hat, eine eiskalte, dreiste Lüge, weil die scheinbar nicht Bescheid wussten. Weil er schrieb auf Twitter Folgendes. Dass die Masken teilweise nicht in Europa produziert wurden, war uns bis heute nicht bekannt. Und wir haben den Fall unverzüglich intern geprüft, um uns ein genaues Bild zu machen. Darüber hinaus haben wir die oder so Masken umgehend aus dem Sortiment genommen. Global Tactics hat uns gegenüber angegeben, dass die Masken aus Europa kommen. Nach den uns vorliegenden Informationen hat uns Global Tactics weder im Jahr 2020 noch danach darüber informiert, oder uns darauf hingewiesen, dass die Masken außerhalb Europas hergestellt werden. Sogar der Verantwortliche... Boah, ich bin gespannt, ob About You jetzt rechtlich dagegen vorgeht, weil das könnte auch echt teuer werden. Global Tactics hat unsere Einkäuferin am Telefon heute bestätigt, dass wir nie eine Info erhalten haben über die Produktion außerhalb Europas. Ich habe Finn umgehend darüber informiert, dass sein Statement nicht stimmt. Leider war das Statement und Insta-Video da schon draußen und konnte laut Finn nicht mehr zurückgenommen werden. Also auch Finns Aussage, dass About You davon wusste, stimmt nicht. Aber was ist denn mit der Aussage von Finn von damals, dass er halt mit dieser ganzen Maskenaktion gar nichts verdienen möchte, sondern halt nur den Menschen helfen will? Naja, da die Masken teilweise doppelt so teuer verkauft wurden, wie Produktion, Transport und Material zusammengekostet haben, lag halt die Gewinnmarge der Masken bei 100%. Und Finn hat auch in einem Spiegel-Interview bestätigt, dass er halt über 400.000 Euro nur mit diesen Masken verdient hat. Und es waren ja noch eine Menge weitere Personen an diesen Maskendeals beteiligt. Also eine Menge Kohle für jemanden, der sagt, dass er eigentlich immer pleite ist. Ja. Also ich habe nie irgendwas, bin immer pleite eigentlich. Dazu sagt Finn übrigens auch noch Folgendes. Ich habe an der Produktion in Bangladesch zwar weder etwas verdient, obwohl seine Masken ja bei About You verkauft wurden. Also irgendwas kann da ja nicht stimmen, ne? Aber ja, vor allem, also das sind auch wirklich, also ich meine, ich mache ja schon komische Statements, ne? So, da will ich ja auch gar nichts gegen sagen, aber ich meine, du wirst von Jan Böhmermann wirklich einfach komplett zerstört. Also wirklich komplett so. Du wirst einfach hops genommen wie sonst was. Und dann machst du ein Statement, so wo du sagst, ja, also meine Masken, die wurden ja gar nicht bei About You verkauft. Das ist ja was ganz anderes. Obwohl es halt, also es ist ja nicht mal schwer, das herauszufinden. Es ist ja nicht so, dass die unter einem anderen Namen gelaufen sind, sondern seine Firma, das Logo seiner Firma steht ganz oben bei diesen Masken. Also du kannst, also das geht doch nicht so, du kannst doch nicht so dumm, so, der kann sich doch nicht so denken, boah, puh, damit habe ich mich jetzt nochmal gerettet. So, es ist doch auch klar, dass About You dazu was sagen muss, oder nicht? So, und es ist doch auch klar, dass About You dann sagen wird, dass es nicht stimmt, wenn es nicht stimmt. So, ja, und auch dieses Spiegel-Interview, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Also, er sagt da in einem Statement, sagt er noch so, ja, ich habe damit nichts verdient. Und 3 Stunden später im Spiegel-Interview, ach, naja, ich habe so, ja, Gewinn vor Steuern, ja, 415.000, aber ist ja auch eigentlich nichts, ne? So, also, weiß ich nicht so, also, gerade in so einer Situation suche ich mir doch irgendwelche PR-Berater, die mir das Statement machen, oder nicht? Und da würde ich doch dann nicht noch mehr lügen. Also, er hat jetzt schon 3 Statements dazu gemacht und alle waren wack. Er hat ja 1 vorher gemacht, 1 danach und das Spiegel-Interview. Wirklich, das ist, das macht mich wütend. Ist auch lustig, aber es macht mich auch wütend. Kommen wir kurz zu einem der heftigsten Punkte. Und zwar dem Spenden von fehlerhafter Masken. Weil es gab damals bei der Produktion ein kleines Problem und die ersten 100.000 Masken, die in Bangladesch hergestellt wurden und dann auch zu Finn geliefert wurden, waren fehlerhaft. Also die konnte man so nicht verkaufen. Und anstatt dann die Masken wegzuschmeißen, dachte man sich so, jo, für uns ist halt jetzt zu schlecht, aber wir können die Masken ja einfach in einem Flüchtlingsheim geben. Oder ein Flüchtlingscamp. Ja gut, man könnte jetzt aber denken, okay, vielleicht waren die Masken ja nur so ein bisschen fehlerhaft, aber ne, deswegen kann man die nicht verkaufen, aber schützen trotzdem noch so. Nee, aber da kommen wir gleich zu, weil Finn sagt erstmal zu diesem großen Kritikpunkt das hier. Diese Masken waren laut Produzenten nicht defekt oder hatten eine schlechte Schutzwirkung. Mir wurde gesagt, sie wären einfach nur etwas größer als die Vorgabe und wurden deswegen in Einvernehmen der Parteien Global Tactics und Tech Solution gespendet. Global Tactics hat sich dann weiter um den Transport gekümmert und ich habe mich online abfeiern lassen, obwohl ich weder Auftraggeber noch Spender der Masken war. Und das Problem ist, die Masken waren halt eben nicht nur zu groß,
sondern die Masken waren halt kompletter Schrott. Die Masken waren halt nur einlagig statt doppellagig. Die Gourmetbänder waren halt verschieden lang, dass du die halt nur nicht richtig anziehen kannst. Und dazu sind halt die Nähte auch super schnell gerissen, wie man hier auch überall auf dem Bild sehen kann. Also, die ist ja keine Maske, die irgendwas bringt so. Aber wie beschissen die Masken waren, lässt Finn in seinem Statement auch leider offen. Also, das erwähnt er leider nicht. So, es ist eine Menge Scheiße passiert. Was sind denn jetzt die Konsequenzen für Finn und seine Geschäfte? Ja, vor allem, das habe ich auch in meinem Video gezeigt, das hat der dunkle Parabelritter hatte das Statement gezeigt von, ich glaube, wir packen es e.V. Die haben 6.000 Masken von Global Tactics bekommen. Die, glaube ich, auch, also die haben auch zu den 100.000 gehört. Und die wurden angeblich zum Einkaufspreis, wurden die denen verkauft. Aber es war auch wieder zu viel, weil die halt Gewinn gemacht haben. Also mit defekten Masken wurden verkauft, die an Flüchtlinge gegeben werden sollten und dann auch noch für zu viel Geld, Digga. Es ist, ey. Also im ersten Schritt haben natürlich jetzt eine Menge Firmen erstmal Zusammenarbeit mit Finn gecancelt. So hat zum Beispiel auch About You dann sofort halt natürlich die Masken aus ihrem Sortiment genommen. Viva Con Aqua und EWE halt die Zusammenarbeit mit Finn beendet. St. Pauli und Finn Kliman haben auch die Zusammenarbeit beendet und prüfen gerade noch intern, ob sie auch rechtliche Schritte gegen ihn einleiten wollen. Und die Polizei im Landkreis Rotenburg ermittelt jetzt gerade schon strafrechtlich gegen Finn Kliman wegen Betruges. Also das ganze Ding ist jetzt halt nicht so, ja okay, er hat Image-Schaden, wird wahrscheinlich auch viel Geld verlieren, etc. Sondern nee, das Ganze wird jetzt auch strafrechtlich sehr relevant werden, weil er halt theoretisch, wissen wir ja noch nicht, Betrug begangen hat. Aber die Ermittlungen haben natürlich gerade angefangen. Dementsprechend kann ich es noch nicht sagen. Ja, also wie gesagt, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann solche Menschen einfach wirklich nicht nachvollziehen. So, weißt du, das ist, also das triggert mich auch einfach so vom Menschlichen her. Weil ich bin nämlich ein guter Mensch, ich kann mich darüber beschweren. So, ihr müsst mal überlegen, also Finn Kliman, ihm muss doch von Anfang an klar gewesen sein, dass wenn das irgendwie mal rauskommt, und ich meine, dass sowas rauskommt, da, also die Wahrscheinlichkeit ist halt immer irgendwie gegeben, dass irgendwie durch irgendwelche dummen Zufälle rauskommt. Also er wusste doch eigentlich, dass er deswegen komplett zerstört ist, oder nicht? Also das ist ja, also ich gehe doch diese Gefahr nicht ein für ein bisschen Geld. So, ihr müsst mir überlegen, Finn Kliman hat irgendwie, glaube ich, an 7 Firmen Beteiligung. Der ist ein super krasser Influencer. Der war der größte gute Mensch der YouTube-Szene. Der hat tausende Projekte am Start. Der hat mit hunderten krassen Firmen zusammengearbeitet. Ich verstehe es nicht, warum er es nötig hat, mit Masken so eine Scheiße zu machen. Wenn der diese Masken wirklich genau so vertrieben hätte, wie er gesagt hat, und da einfach mal keinen Gewinn gemacht hätte. Also, ne, er würde jetzt immer noch so gut dastehen. Also, diese 400.000, das klingt erstmal viel. Aber habt ihr ja gerade schon gehört, wie viele Zusammenarbeiten wurden beendet und wie viel Geld verdient er jetzt auf lange Sicht? So, wenn er Pech hat und es stellt sich halt raus, dass die Polizei so gute Beweise hat, dass er dafür angeklagt und verurteilt wird, dann muss er da auch nochmal mega viel zahlen. Wenn About You und Co. gegen ihn vorgehen, muss er auch nochmal mega viel zahlen. Also am Ende macht er sogar Verlust. Ich verstehe das nicht. So, Finn Kliman ist jemand, der sowieso schon mehr als genug Geld hat. Er hat doch sowas gar nicht nötig. Das triggert mich immer. Warum kriegen Menschen nicht genug? Und also ist es ja auch nicht so, dass Finn Kliman gar kein Geld verdient hat. So, er hat ja immer noch Geld gemacht. So ist es ja nicht. Ich check das nicht, wirklich, das triggert nicht. Das triggert mich so unnormal, Alter. Was da schon bei rausgekommen ist, so. Wenn ich's weiß, sag ich's natürlich hier. Aber jetzt gerade ist halt der Start noch, ne? Da kann man nicht viel sagen. Was ist mein Fazit zu der ganzen Thematik? Ich muss sagen, viele Dinge, die passiert sind, fände ich gar nicht so hundertprozentig schlimm, wenn man sie einfach offen und ehrlich genauso kommuniziert hätte. Ey, wenn man Geld mit Masken verdienen will, dann go for it, macht es. Aber tu nicht so auf gut Mensch und sag, ey, ich will hier nur in Europa produzieren oder ich will nur unter fairen und guten Arbeitsbedingungen produzieren und im Endeffekt produziert man dann in fucking Bangladesch und Vietnam, wo die Mitarbeiter 120 Euro pro Monat bekommen und woran du dann sogar noch echt viel Geld verdienst. Das ist halt die Sache, die es halt so unfassbar super wack macht, dass man so auf gut Mensch tut, aber einfach nur Profit machen möchte und den fucking Bangladesch herstellt. Und klar, die Sache mit den Flüchtlingsheimen war auch absolut beschissen. Ich glaube, dazu muss ich aber nicht mehr sagen, ne? Und ey, ich muss sagen, ich war echt Fan von Finn und ich hoffe, ich werde es auch irgendwann wieder sein. Klar, jetzt gerade hat er ganz, ganz große Scheiße gewonnen. Ich will ihn da auch absolut nicht in Schutz nehmen, muss ich sagen. Aber all in all glaube ich dennoch, dass Finn es immer noch tried, irgendwie ein guter Mensch zu sein. Dass er immer noch den Menschen irgendwie helfen möchte, auch wenn er jetzt gerade natürlich sehr viel Scheiße gebaut hat. Und glaub mir, ja, bei den Kommentaren, die Yuki die ganze Zeit schreibt, will sie mich aber unbedingt treffen, oder? Junge, der Mann bekommt wirklich Schaden genug. Also er hat einen Image-Schaden, der halt irreparabel ist. Das kriegst du nicht mehr wieder hin. In seiner Lebenszeit kannst du vergessen. Dazu wird er auch eine Menge Geld jetzt losen auf jeden Fall. Spätestens durch die Gerichtskosten irgendwann. Er wird gut bestraft, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und wir müssen uns alle auch so ein bisschen an die Nase packen, dass wir uns auch nicht zu sehr am Sturz von Finn Kliman aufgeilen. Weil natürlich ist es immer so ein krasses mediales Thema, dass man worüber man berichten kann, so ey, irgendwie jemand, der eine super weiße Weste hatte, stürzt gerade richtig krass ab. Super gut für Schlagzeilen. Deswegen müssen wir probieren, uns nicht zu doll dran aufzugeilen.
aber natürlich sollte man immer noch ihn kritisieren dürfen für die Sachen, die er gemacht hat. Keine Frage. Dazu hat Finn noch angekündigt, dass es noch ein weiteres Statement von ihm geben wird. Ich bin sehr gespannt. Ja, vor allem da bin ich wirklich gespannt. Das Ding ist, also das Problem ist einfach, er kann öffentlich diese ganzen Sachen auch gar nicht zugeben, weil dann wäre es halt, also dann wäre es klar, wenn er es gemacht hat, dass er dafür auch rechtlich halt belangt werden würde. Und dann, ne, also jetzt kann er vielleicht noch die Hoffnung haben, dass zum Beispiel die Polizei irgendwie nicht die besten Beweise hat und man da irgendwie nochmal glimpflich rauskommt oder so. Aber wenn er öffentlich zugibt, dass es alles genauso passiert ist, wie Jan Böhmermann gesagt hat, wird er rechtlich einfach hops genommen. Und da kann es schon eine Riesenstrafe geben. Also selbst wenn du nicht vorbestraft bist, also das mit den Flüchtlingen ist wahrscheinlich auch strafbar, nehme ich mal an. Da geht es auch wirklich um die Gesundheit. Dann hunderttausende Masken und so weiter, die alle falsch verkauft worden sind. Ne? Sehr krasser Betrug. Also weiß ich nicht, Bro. Ne? Es kann schon mies werden auf jeden Fall. Deswegen hat er gerade gar keine Möglichkeit, als sich halt genauso rauszureden. Aber ich sag mal, dann mach doch lieber gar kein Statement. So, ne? Anstatt jetzt halt zwei schlechte zu machen und dann zu sagen, ja, okay, mein nächstes Statement kommt bald. Kommt und ich hoffe mal, dass ich es dann innerlich nicht so krass zerreißen muss wie heute. Aber wir werden sehen, ne? Deswegen, falls ihr es nicht verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall hier auf dem Kanal rein für mehr Infos um die ganze Film-Klima-Thematik und dass ich halt gucke, was da jetzt in Zukunft noch passiert, weil vielleicht lädt auch Böhmermann noch irgendwas Neues hoch. I don't know. Hier erfahrt ihr auf jeden Fall immer recht kompakt zusammengefasst, was dann da abgeht. Deswegen, falls ihr up to date bleiben wollt, ihr wisst Bescheid. Und wir gehen weiter zum nächsten Thema. Inscope 21 Nico ist jetzt finally Fall geworden. Er hat das hier auf Instagram gepostet und dazu hat Nico auch auf seinem Lifestyle-Channel ein kleines Statement gedroppt, wo er auch ein kleines Anliegen an euch hat. Ich bin in einer sehr, sehr neuen Situation, in die ich selber natürlich noch reinwachsen muss und wo ich selber natürlich auch noch viel lernen muss. Ich muss mich aktuell einfach darauf konzentrieren, dass ich alle Sachen, die in meinem Leben gerade stattfinden, bestmöglichst damit umgehe und bestmöglichst vereine. Aber was ich damit aber eigentlich sagen will, ist, es gibt viele Leute, die meinen, ihre Tipps und Tricks extrem aufdrängen zu wollen oder immer alles besser wissen zu können, weil sie gerade ein Video gesehen haben, wo sie das und das gesehen haben. Bitte euch das Thema mit Respekt zu behandeln und auch meine Situation mit Respekt zu behandeln. Deswegen nervt den Juden nicht. Und Nico, viel Erfolg bei der Vaterschaft, viel Glück und ja, viel Erfolg. Also behandle dein Kind bitte gut, danke. Ja, schon echt krass irgendwie, ne? Inscope einfach Vater, so keine Ahnung, das ist schon heftig. Ja, aber ich wünsche ihm auch einfach viel Glück, ne? Und ja, ich denke, die kriegen das auf jeden Fall hin. Na. Mich würde halt interessieren, wer die Mutter ist. Oder beziehungsweise, wie die das halt machen, ob die aus der gleichen Stadt kommen oder halt nicht, ne? Weil auch das ist natürlich immer nochmal ein Riesenproblem, wenn du halt voll weit weg wohnst, logischerweise, ne? Mimi ist wieder da und er kommt auch direkt mit einem ordentlichen Knall wieder. Und zwar hat er das Video hochgeladen, meine Entschuldigung an ApoRed 6. In dieser Videoreihe zerlegt halt Mimi Aussagen von ApoRed, zeigt die? Halt, wo Apo gelogen hat, wo er irgendwelche Gewinnspiele nicht aufgelöst hat oder wo er sonstige Kacke gebaut hat. Auf jeden Fall zeigt Mimi in seinem Video, dass Apo des Öfteren behauptet, was für ein krasser Businessman er doch sei und wie rich er doch ist. Tut er so, als ob er der fette Businessman ist. Und jetzt aufpassen, das wird gleich sehr wichtig. Digga, wenn Red keine Musik macht, wenn Red keine Videos richtig hochlädt, der Typ muss ja im Hintergrund seine Millionen machen oder gemacht haben. Ich muss sagen, diese Theorie ist leider falsch, weil im Hintergrund wurden Milliarden gemacht von Milliarden. Nein, ich bin halt irgendwie 2019, Mitte zu Ende 2019 so ein bisschen in die selbstständige Schiene reingeraten, diese Business-Schiene. So ein paar Prozent. Habe ich halt reingeraten, so, ne? Ein paar Dinge komplett, die nichts mit Internet zu tun haben, ein paar Projekte hier, ein paar Projekte da. Muss aber sagen, die meisten Projekte erfolgreich. Einige Projekte komplett in die Hose gegangen, aber die meisten Projekte sind auf jeden Fall schockgesell gegangen. Auf jeden Fall ist mir in den letzten ein bis zwei Jahren echt klar geworden, wie viel Spaß mir eigentlich YouTube gemacht hat. Unabhängig davon, dass ich mit anderen Geschäften viel mehr Umsätze gemacht habe. Ja, also Real Talk. Ja, das Geld schockt sowieso. Gibt heute noch eine Talkrunde, ja. Ich habe jetzt zu meinem Teil sowieso jetzt den einen oder anderen Euro zur Seite gelegt. Und mein Plan ist, das kann ich auch ganz offen und straight sagen, mein Plan ist, dass ich jetzt irgendwo ein Grundstück kaufen wollte. Ja, ich wollte jetzt irgendwo ein Grundstück kaufen, ein relativ größeres. Digga, was machen denn die Nachbarn? Oder ist das nur... Das Grundstück, wo jetzt nicht irgendwie nur ein Zuhause reinpassen, sondern halt auch ordentlich was reinpasst. Und da wollte ich ein paar Neubau-Wohnblöcke bauen. Mehrere Familienwohnblöcke. Ja, Digga, ich glaube auch. Ey, die kosten mal ganz entspannt, ganz schnell 30 Mio oder so. Da macht er einfach ich mal so. Auch, das ist halt der echte, Jungs, ne? Was geht ab? Was wollt ihr, Digga? Ich war gerade am Schlafen. Oh, verzeih mir, das ist nicht mein Geld, Leute. Roomtour. Kommen wir zu unserem Main Room. Guck mal, Leute, ich sage immer eine Sache. Die Millionen kann man ja gerne aus dem Kinderzimmer machen. Wollt ihr aber in Richtung Milliarden bewegen, da braucht ihr genau sowas hier, Freunde. Es muss genau so aussehen. Wenn ihr in Richtung Milliarden gehen wollt, muss der Hase auch wirklich so aussehen. Auch ein bisschen unangenehm, to be honest. Aber auf jeden Fall sind diese beiden Videos jetzt plötzlich vom Kanal von Apo verschwunden.
und Mimi zeigt euch jetzt, warum. Aber das Komische ist, diese zwei Videos sind vor kurzem aus heiterem Himmel von seinem Kanal verschwunden. Warum eigentlich? Das eine war sein großes Comeback-Video und das andere eine fette Roomtour. Die Antwort findet man, und jetzt wird's richtig krass, auf insolvenzbekanntmachungen.de. Wenn man da das Datum ein bisschen zurückstellt und ApoRats Nachnamen Ahadi eingibt, sieht man, dass es ein Insolvenzeröffnungsverfahren gegen ihn als Privatperson gibt. ApoRat ist verschuldet und zahlungsunfähig. Da hat die Willenskraft wohl nichts gebracht. Merkt euch das. Auf diesem Portal landet man übrigens nicht durch Zufall von heute auf morgen. Das ist ein sehr langer Prozess mit vielen Mahnungen. Mit den Mahnungen sind dann die von ApoRat abgezockten Leute oder Firmen zum Gericht und das Gericht hat nach einer Prüfung entschieden, dass ein Insolvenzverwalter eingeschaltet wird, der ApoRats Besitztümer ermittelt, volle Kontrolle über sein Bankkonto und dessen Geldeingänge bekommt und sich im Nachgang darum kümmert, dass mit dem zusammengekratzten Geld die abgezockten Leute bezahlt werden, die sich gemeldet haben oder auch noch beim Insolvenzverwalter melden werden. Also, das nenne ich jetzt mal einen gut gescripteten Plot-Twist. Also, ich wünsche Apo krass eigentlich, ne? Absolut nichts Schlechtes, so, ne? Also, ne, nicht falsch verstehen, aber irgendwie ihr seid auch ein bisschen verdient. Also ich wünsche Apo auch nichts Schlechtes, weil er hat auch einen guten Humor. Das heißt Red. Er hat zum Beispiel auch das hier mal in einem Stream behauptet. Ich habe zum Beispiel in einem Geschäft ungefähr 8.000 Euro. Ja, also ich weiß nicht, das ist halt, also was ich aber auch bei ApoRed nicht verstehe, also selbst wenn er zahlungsunfähig ist, also was ich dann irgendwie immer nicht nachvollziehen kann, warum ziehen die zum Beispiel nicht YouTube dann durch? Also ApoRed hat ja wieder YouTube gemacht gehabt, ich glaube jetzt macht er auch wieder keine Videos und der hat ja auf seinem neuen Kanal schon über 100.000 Abonnenten, was halt sehr viel ist und die Videos, die er da hochgeladen hat, haben auch hunderttausende Aufrufe. Ich gucke hier gerade mal ApoRed. ApoRed. Ja, letzte Video vor 2 Wochen, 100k, ja gut, davor 60k, aber dann auch wieder 200.000, also ne, es gab halt... Also viele Videos haben wirklich eine große Reichweite gehabt. Der war ja auch bei dem Box-Event und so weiter dabei. Also an sich ist ApoRed ja immer noch ein YouTuber, der immer noch gute Klicks macht, so, ne? Und ich sag mal, der kann damit halt safe seine 8, 9, 10.000 Euro vielleicht verdienen. Wenn er auf entspannterem Placement reinkriegt, vielleicht sogar 20.000. So, das ist doch super viel Geld, ne? Also Privatinsolvent bist du ja, glaube ich, auch nur dann, wenn du es wirklich gar nicht zahlen kannst, ne? Also ich hatte ja zum Beispiel auch mal Steuerschulden 18.000 Euro, aber da war ich ja nicht privatinsolvent, weil ich konnte das ja dann per Raten zahlen einfach so, ne? Und ApoRed kann das ja anscheinend nicht. Bei wem auch immer der Schulden hat. 8.000 Euro und ungefähr 500.000. Ah ja, ich glaube auch, aber zahlungsunfähig sein, ne? Mhm. Ey, falls es dann noch zu einem weiteren Twist kommt, ich halte euch hier in der Show auf jeden Fall auf dem Laufenden, deswegen, ihr wisst Bescheid, subt gerne rein. Ansonsten geht jetzt weiter. Letzte Woche habe ich über ein Video von der lieben Desi berichtet und es auch so ein bisschen gelobt und gesagt, was das für ein krasses Video an sich ist. Und jetzt hat sich leider herausgestellt, dass Desi dieses Video fast 1:1 von einer englischsprachigen Bloggerin einfach übernommen hat, beziehungsweise einfach ins Deutsche übersetzt hat. Mittlerweile wurde das Video von Desi auch schon gesperrt, falls ihr das Video trotzdem noch sehen wollt. Ich habe eine Reaction drauf gemacht. Und falls ihr mehr über das ganze Thema wissen wollt, warum da jetzt... Ja gut, ich weiß nicht, was hat das mit Leidenschaft zu tun? Also jetzt mal Real Talk, wenn ich die Möglichkeit habe, entweder ich mache YouTube oder ich bin privat insolvent. Also selbst wenn ich keinen Bock auf YouTube hätte, würde ich hier täglich Videos ballern. Also ich sag's euch, wie es ist. Wie wer geklaut hat. Schaut aber auf jeden Fall bei Unico vorbei. Dort wurde das ganze Thema gut behandelt. Ist natürlich auch... Toll, also er hätte ja das Thema jetzt behandeln können. Also aber verlinkt. Ihr wisst Bescheid. Ja, mache ich auch übrigens noch ein Video zu. In den Cake News erwähne ich das auch. Finde ich sehr, sehr krass. Finde ich jetzt schade, dass er so gar nicht drüber redet. Also die hat ja dieses Potty-Train-Video gemacht in Dubai, da wo irgendwelche Girls dafür bezahlt werden, dass man sie anpinkeln darf. Wusste nicht, dass man Frauen dafür bezahlen muss, aber nun gut. Ach, das kommt jetzt falsch rüber, Digga. Ich meine, weil sie es bei mir gerne machen lassen, so. Naja, egal. Auf jeden Fall, ja, wurde das Video von ihr 1:1 von einem Blog-Eintrag übernommen. Also wirklich 1:1, also teilweise auch mehr, also die Jokes wurden übernommen. Und auch die Anekdoten, die die Bloggerin geschrieben hat, also Anekdoten sind ja Sachen, die man selber erlebt hat, so Selbstgeschichten, sag ich mal, hat Desi einfach übernommen, was halt überhaupt keinen Sinn macht, weil sie das ja logischerweise gar nicht erlebt hat. So, sie war ja nicht diese Person. Und ja, das ist schon... Ist schon sehr mies, muss man sagen. Und wie gesagt, das Video wurde ja auch gesperrt. Und Desi hat auch sehr viele weitere Videos offline genommen, hat Unico gezeigt. Also da gibt es halt einige, die nicht mehr da sind, was auch sehr komisch ist. Also ja, anscheinend hat sehr viele Videos geklaut, was ich nicht verstehe. So, weil ganz ehrlich, nimm noch diesen Blog-Eintrag, nimm noch 2, 3 andere Quellen, die du findest, trag alles zusammen, mach dein eigenes Ding draus. Keiner hätte sich beschwert. Warum muss man das 1:1 übernehmen? 361. Jo, das war die Wochenshow für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und abonniert auch gerne rein für mehr und so, ne? Clip der Woche fühle ich diese Woche irgendwie nicht so. Kein Plan, warum. Deswegen, ja, Mann, fühle ich auch nicht. Dafür gibt's ein Like. Dafür gibt es aber einen sicken Moneyboy Freestyle. Viel Spaß, bis nächste Woche. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht
Ich fick deine Lehrerin morgen nach dem Unterricht. Alles klar, Digga. So. Cool, okay, einfach alte 4 Games, kann man mal machen auf jeden Fall. So, ja, sehr gutes Video, muss ich sagen. Sehr nice, wieder gut zusammen. Vor allem mein Like ist weg. Digga, guck mal, mein Like ist einfach weg. Ich aktualisiere nochmal neu. Hä, ich hab doch gerade geliked. Moin Moin, heute geht... Jetzt ist er wieder da, hä, was ist das denn? Ach, Junge, Junge, Junge. Mann, okay, egal, der ist wieder da, gutes Video.